Ja, in Zukunft, also 5 Jahre. Das ist eine interessante Frage. Ja, Olympia ist sicher das grösste Thema immer noch. Und es hat sich wie von selber so eingenistet. Also in Vancouver bin ich Vierter geworden und habe gewusst, dass Olympia die nächsten 4 Jahre das Thema wird sein, weil ich keine Medaille gewonnen habe. Und das Mal ist es genau umgekehrt. Weil ich gewonnen habe, ist es automatisch das Thema die nächsten 4 Jahre. Und der Aspekt Wettkampf und dass du es kannst abrufen oder eben nicht kannst, und dann wird es noch viel interessanter sowieso. Du schaffst es dann, wenn du es probiert hast, nicht. Dann hast du noch mal einen Versuch. Und das ist dann der letzte Versuch und der einzige Versuch. Und wenn das nicht geht, dann bist du einfach zu hinterst rein. Es hat mich irgendwie. Ja, das klingt jetzt vielleicht langweilig, aber es hat mich mehr fasziniert, einen Run immer können zeigen, anstatt ihn einmal zu zeigen und einmal können schauen. So die Körperbeherrschung, wieder die Agilität, die Faszination, dass du es einfach kannst und nicht 10 Versuche brauchst, sondern 10 von 10 Mal. Und dass es jedes Mal, wo du es machst, immer schöner aussieht. Das ist einfach die Faszination. Ich glaube, mit der Fotografie habe ich etwas gefunden, das nicht nur inspiriert, auch fordert, also so herausfordert in einem anderen Sinn. Also du hast eben den ganzen Adrenalin-Gedanken nicht. Echt das, was man so kennt, ja, aus dem Extremsport, dass es immer mit sehr grossen Gefahren verbunden ist, das hast du nicht. Es fordert dich sonst. Heute fasziniert mich das, wo leichter aussieht, wo mehr nach Federn aussieht, wo die Leichtigkeit ausstrahlt und für mich ästhetischer wirkt, wo für mich irgendwie interessanter und schöner wirkt. Wieso mich Kunst fasziniert, ist es, weil die alles überlebt hat, weil die schon wirklich irgendwie jeden Trend überlebt hat, jedes Format überlebt hat. Sind die Filme, die Kunstwerke, die Bilder, die schlussendlich wo immer noch faszinieren. Und das ist so die grosse Frage, wie bringt man das her, dass etwas überlebt, dass etwas sich bewährt. Weil eben gewinnen kann jeder, aber sich bewähren kann sich leider nicht jeder. Und das beschäftigt mich immer wie mehr. Weil ja, ich würde gerne etwas produzieren, das mich und meine Kinder und meine Enkelkinder überleben würde.